Mahlzeit. Ich mache heute für euch ein Suit-Up-Video. Und zwar von Ötscher 3.0. Ja, es gab ein paar davor. Existieren auch noch teilweise, aber jetzt kommt der neue. Den Kopf kennt ihr bereits, aber der Body ist noch ziemlich weithin frisch. Wir fangen an mit den Handpaws. Früher hatte ich 5 Finger. 5, ne? Also 5 früher mal. Jetzt nur noch 4. Und vor allem, man kann sehen, ein Riesenunterschied. Und vor allem schön hier Krallen hier und Paws dran hier. Oh, die sind so. Das ist schon. Wenn ihr reinkommt, ist schon geil. Also mir gefällt der persönlich sehr, sehr gut. Also ich habe mich da richtig weitgehend verliebt in die neuen Sachen. Natürlich habe ich davon auch 2, das ist natürlich klar. Ne? Das Anziehen ist natürlich jetzt ein bisschen problematischer. Ne? Also wenn man alleine ist, will sich anziehen, das wird schon ein bisschen schwieriger. Vor allem mit dem dann, wenn man die Enden hier in den Ärmel reinstopfen will, das geht dann nicht mehr alleine. Da braucht man dann definitiv Hilfe. Ja, ne? So. Wir haben die Handpaws. Wir machen weiter mit den Feetpaws. Mit den Füßen. Einmal hier. Wunderschön groß. Da habe ich die schönen Krallen dran. Dann habe ich diesmal aber mitbestellt. Einmal die für die Outdoor, für draußen. Dass man draußen schön laufen kann. Sicher und ja. Wo es eigentlich nicht so viel ausmacht, dass man irgendwo reintritt. Okay, ist nicht schön, ne? Aber es ist bei denen jetzt hier einfacher zu verkraften. Was ich auch noch mitbestellt habe, sind hier meine Indoor-Feedbars. Die nur für Fotoshoots und irgendwelche Veranstaltungen, die nur drin stattfinden, ne? Weil ich mit denen definitiv gehe ich nicht vor die Tür. Absolut nicht, weil das tut dann schon richtig weh, weil die haben mal Geld gekostet. Deswegen nur drinnen. Aber die sind geil. Und vor allem knuffig. Knuffig wie die Sau. Ja, so. Nehmen wir hin. Den Kopf kennt ihr ja. Das ist der Kopf von Trevely Knight, amerikanischer Suitbauerin. Was mir an dem Kopf gefällt, ist natürlich das Aussehen. Ich hatte auch ein bisschen mit Farben gemischt, das heißt zwei verschiedene Grüntöne, zwei verschiedene Blautöne, die mich jetzt weniger glücklich machen. Man kann es sehen beispielsweise, wenn man näher rangeht. Dass man hier hat man dieses dunkle Blau, ne, dieses normale, das Monsterfell und dann hier noch so ein komisches, anderes blaues, dunkles Fell, wovon ich aber definitiv nicht weiß, woher oder wie man das überhaupt bekommt. Problem an der Geschichte war gewesen, ich habe von der Subaru hier, von Trevely Knight, das Fell mit dieser Farbe, diesem Stoff hier, habe ich hier die Internetadresse bekommen, um den neuen Body bauen zu lassen. Ich dachte, dass ich das, die Adresse von diesem Fell bekommen habe. Habe ich aber nicht bekommen. Ich habe nur vom oberen Fell. Das heißt, ich habe einen Suit bauen lassen, komplett, nur mit dem oberen Fell. Nicht von dem Fell am Hals. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen doof. Deswegen, ich dachte eigentlich, dass ich einen komplett neuen Suit kriege, nur eine Farbe. Und leider habe ich jetzt wieder nur 2 Farben. So, nichtsdestotrotz, der Kopf hat einen Lüfter, der Kopf hat beleuchtete Augen, die ich leider kaputt gemacht habe. Nur das Kabel ab. Ansonsten, der Kopf ist halt schon sehr markant. Ne? Ihr kennt ihn alle. Mein kleiner Ötscher. So, legen wir auf die Seite.
der neue Body. Also man kann es vielleicht erkennen an den Seiten. Er hat Hüftgurt. Richtiges Hüftgurt. Der Tail auch wiederum mit zwei mit so einem Türkis noch dabei. Steht zwar nicht auf meiner Sona drauf, aber es passt definitiv gut rein. Also sieht schon gut aus. Also finde ich. Ne? Dann halt eben diese riesengroße Tatze. Geil. Tassen, also definitiv, also ich bin da, ne? Ja. An den alten Pfoten beispielsweise, wo ich hatte, war das Grün an den Pfoten selbst dran gewesen. Und hier kam jetzt das Grün an die ist definitiv besser, weil schöner. Also die Ideen und auch von der Verarbeitung her von ihr, kann ich wirklich nichts Böses dazu sagen. Der Buddy kommt von Corgi Lupe, ist auch eine US-Amerikanerin. Die Verarbeitung beispielsweise innen drin von den Taschen. Rauskrempeln. Die Dame hat hier ein Netz eingenäht. Das heißt, überall, wo man innen drin sehen kann, hat sie ein Netz eingenäht, wo die Paddings reinkommen. So. Alles wunderbar. Jetzt machen wir hier ein Suit-Up-Video. Dementsprechend sollte ich mich ja dementsprechend gekleidet haben. Das haben wir jetzt nicht. Deswegen ziehe ich mich jetzt um. Umgezogen. Tada! Schöne Unterwäsche von Under Armour, ne? Also herrlich geformt, ne? Körperbetont. Ne? Liegt aber daran, Under Armour so gut wie sie ist. Die Klamotten von denen und auch die Unterwäsche. Es ist die Größe. Geht nicht größer. So, würde ich mal sagen, dann ziehen wir uns mal langsam an. So, da ich ein großer Mann bin, ja, bin ich nicht so gelenkisch wie andere Leute. Normale. Ich stehe normal, aber ist auch immer so. So. Es ist jedes Mal wieder geil, wenn man sein Suit anziehen kann. Und jetzt hier, bei dem ist er, ist ja neu. Er ist eigentlich komplett neu. Geil. So, jetzt ziehe ich gleich die Fußpfoten mit an. Weil jetzt komme ich noch runter. Beziehungsweise rauf. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob das auch wirklich die richtige Seite ist. Ah, so. So. Die Fußpaws haben innen drin keine Socken, wie bei manch anderen, sondern ich nehme immer Schuhe. Immer. Ich will festes Schuhwerk haben, ich will einfach den sicheren Tritt haben. So, gleich mal richtig richten hier, dass es schön ausschaut. Ist halt bei den, ich lege auf Beine immer sehr viel Wert. Ich lege auf Beine eigentlich mehr Wert wie auf andere Sachen. Weil ich beurteile den Suit nicht, wie er von oben runter aussieht, sondern wie er von unten nach oben ausschaut. Das hat halt jeder seine eigene Vorstellung. Weil das ist halt eben so meine. Und die Beine. Ja. Ich ziehe auch gerade die Indoor an. Das heißt, wir sind ja drin. Wir gehen nicht raus. Aber sind sie nicht voll. Und wenn, müssen wir es halt da umziehen. Und das soll kein Problem sein. Und vor allem weiß. Weiß verschmutzt sehr schnell, leider. Also wenn es irgendwo ein Weiß gibt, das nicht so schnell drin schaut, das bitte sagen. Bitte melden.
Plum, plum. Bei dem Buddy jetzt hier, ich ziehe kein Gürtel mehr an. Wie man das früher hat, beispielsweise mit dem Tail. Weil einfach der Tail ist hier an dem Buddy fest angenäht. Der ist fest verankert. Man kann ein bisschen auf die Seite rum. Hier unten Hände. Ne? Hier unten. Da unten ist auch mein Popo gleichzeitig. Hier Popo. Hier fängt der Tail an. Und deswegen also mit Gürtel da zu arbeiten, um die Oberschenkel rum, das ja, bringt es nicht. Und er fällt trotzdem immer noch katzengerade. Sitzt schön. Sauber. Wunderbar. So. Aufstand lassen hier oben. Oh, herrlich. So, jetzt das nächste. Ist mehr nicht der Kopf. Ich ziehe den Kopf an. Auch wieder hier. Ups. Erstmal den Lüfter einschalten. Dass er auch schön brummt, dass man schön Luft bekommt. So. Schön gerade rücken. Jetzt kommt die erste Hand raus. Und anziehen. Deswegen mit der linken Seite, das geht noch. Rechts, das wird jetzt definitiv nicht möglich. Und gleich fangen wir an zu schwitzen schon wieder hier. So, ja, ne? Das ist der Edger. Und vor allem Hüfte, Hüfte. Hier neben schön. Oh. Okay, irgendwo sitzen, man braucht mehr Platz wie vorher. Aber es ist so schön bequem und weich. So. Das war Ötcher 3.0. Ich sage mal schön hier, ich bedanke mich mal bei euch. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Vielleicht sieht man sich schon mal irgendwo auf der Straße. Dieses Jahr bin ich nicht auf der F, aber auf der MMF in Chicago wieder. Also, tschüss!